ein Gift, vier Opfer, eine Stadt, Salisbury. Hier wurde im März der russische Doppelagent Sergei Skripal, 67, und seine Tochter Julia, 33, vergiftet, und vor wenigen Tagen traf es hier auch das britische Paar Dawn Sturges, 44, und Charlie Rowley, 45. Experten bestätigten mittlerweile, dass es sich dabei ebenfalls um das Gift Novichok wie im Fall Skripal handelt. Bild-Reporterin Monika Kennedy machte sich vor Ort auf Spurensuche.